Hallo Bayern, hallo Deutschland. Willkommen im Kanal Fighters Home. Alle sprechen über Corona und die verschärften Regeln. Doch, liebe Freunde des Sports, da hilft alles Jammern nichts. Da hilft nur Durchhalten und neue Wege gehen. Einer davon im Sport ist die virtuelle IFMA-Weltmeisterschaft. Und da sind wir schon beim Thema, das wir heute Abend besprechen wollen. Und ich habe auch drei Gäste hier. Einmal Detlef Thurnau, Verbandschef MTBD und auch Mitglied in der IFMA. Detlef erklärt uns später auch die Aufgaben von sich in der IFMA. Dann ist dabei Jens Wilke, weltweit anerkannter Kampfrichter. Und last but not least, mein Freund Alex Dibaba. So, kommen wir zu Detlef. Detlef, zuerst mal schönen Abend bei euch in Rommerskirchen, auch so kalt wie bei uns in Lauingen. Wir haben schon fast 0 Grad. Wie ist es bei dir? Ja, bei uns ist es gerade nicht so kalt. Wir haben auch nicht den Vorteil, dass wir uns dadurch Weißwürste warm halten können. Wir müssen da zu anderen Nahrungsmitteln greifen, aber uns geht es hier noch ganz gut. Du, Detlef, du warst von Anfang an bei der IFMA dabei, denke ich. Das war nicht ganz der Anfang, oder wie war das? Erklär mal. Ja, wir waren, als das Amateur-Muay Thai spruchreif wurde, das war Anfang der 90er Jahre, gehörten erstmal alle Amateur-Muay Thai-Sportler der IAMTF an, der International Amateur Muay Thai Federation, die dann auch die ersten Weltmeisterschaften organisiert hatte, zumeist in Bangkok. Dann gab es da eine Absplitterung, das war dann die IFMA, der wir dann später auch beigetreten sind, weil es da bei der IAMTF nicht so stimmig und rund lief. Da wurden tatsächlich auch mal Informationen rausgegeben, die nicht so ganz der Wahrheit entsprachen. Und dann hatten wir uns nachher dazu entschlossen, der IFMA beizutreten. Und da sind wir jetzt über 20 Jahre Mitglied. Und im Muay Thai gibt es einfach nur die IFMA für uns. Und das im Amateur wie auch jetzt im Profisport. Und die lange, lange Zeit, die 20 Jahre, ist alles rund gelaufen und dann kam der Lockdown, dann kam die Pandemie. Wie siehst du das jetzt mit dem zweiten Lockdown bei uns in Deutschland? Also ich konnte mich mit dem ersten Lockdown wirklich anfreunden. Der zweite Lockdown hat sicher auch seine Berechtigung. Das aber immer auf dem Rücken der Sportler, der Sportvereine oder der Sportverbände auszutragen, finde ich nicht ganz sinnvoll. Es gibt offizielle Studien der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die ganz klar besagen, dass Sport oder Bewegung überhaupt unser Immunsystem stärken. Viele Vereine sind hingegangen, haben Corona-Konzepte entwickeln lassen für viel Geld, andere haben sie selbst erstellt. Diese Hygienekonzepte wurden dann auch in den Vereinen während des Sportbetriebs rigoros durchgesetzt. Und mir ist wirklich nicht ein Fall bekannt, jetzt zumindest in meiner näheren Umgebung, sprich in Nordrhein-Westfalen, wo auch ein nachweisbarer Corona-Infizierter war, der sich während des Sportbetriebes angesteckt hat. Ich finde, man sollte da nicht mit zweierlei Maß messen. Einfach mal hingehen und sagen, so, wir machen jetzt die Gaststätten zu, wir machen die Restaurants zu und dann eben auch mal die Sportvereine. Ist für mich wirklich nicht schlüssig, weil Sport dient ja nun wirklich unserer Gesundheit. Und wenn man uns das nimmt, das ist dann für mich schon recht, recht fraglich. Das ist schon für einen großen Teil in Deutschland nicht nachvollziehbar und nicht schlüssig. Aber wie gesagt, da hilft alles Jammern nichts. Was können wir unseren Mitgliedern in dieser Zeit denn bieten? Was können wir machen, um es denen einfacher zu machen, die Pandemiezeit?
Ja, als allererstes, zuallererst mal kann man hingehen und auch, auch sich wirklich mal zu Wort melden. Nicht nur alles hinnehmen, sondern auch sagen, Leute, wir stehen hinter unserem Sport. Wir gehen hin, halten Hygienekonzepte und Schutzregeln für unsere Sporttreibenden ein. Bei uns ist bis jetzt auch nichts passiert. Leute, denkt bitte beim dritten, vierten oder fünften Lockdown, die wahrscheinlich auch kommen werden, mal drüber nach, ob ihr da, auch wenn es in einem begrenzten Rahmen sein wird, den Sport während eines Lockdowns auch zulasst. Denn es ist ja nun etwas für unsere Gesundheit. Sport ist nicht ein Teil des Problems, sondern es ist ein Teil der Problemlösung. Und von daher gesehen sollten unsere politischen Entscheidungsträger wirklich mal, die Verantwortlichen bei den Landessportbünden, bei den Deutschland-Sportbünden auch ernst nehmen, sich mit denen mal an einen Tisch setzen, um da wirklich mal greifende Konzepte auszuarbeiten, um den Sport auch weiterführen, durchführen zu können. Es ist für uns wirklich nicht akzeptabel, denn es ist in jedem Verein ist es so, die Mitglieder, die werden langsam sauer. Die sagen, wofür sollen wir unsere Beiträge zahlen? Loyalität zum Verein, ja, aber irgendwo hat das auch seine Grenzen erreicht. Wie viele kleinere Vereine stehen da jetzt kurz vor dem Aus, bloß weil da jemand hingegangen ist und gesagt, so, wir machen den Sport jetzt auch dicht. Das ist irgendwie für mich nicht schlüssig, weil Profisport, das misst man dann auch mit zweierlei Maß, Profisport ist ja erlaubt. Auch eingegrenzt natürlich, aber Profisportler dürfen trainieren. Warum nicht Amateursportler? Im Richtig. Profisport hat es genügend Zahlen gegeben von Infizierten. Siehe Fußballspiel Deutschland-Ukraine. Wo hat es diese Zahlen, nachweisbare Zahlen, jemals im Amateursport gegeben? Während oder auch nach dem ersten Lockdown? Da sollte man schon ein bisschen fairer den Sportvereinen oder den Sportverbänden gegenüber auftreten und sagen, komm, wir setzen uns jetzt mal wirklich zusammen, machen mal ein großes Brainstorming und gucken, wie wir aus dieser Misere gemeinsam rauskommen und nicht nur alles in Berlin entscheiden. Das geht mir wirklich langsam auf den Zeiger. Da bist du nicht der einzige, Detlef, den es auf den Zeiger geht. Aber das auf den Zeiger gehen ist die eine Seite. Was anderes machen, den Mitgliedern was bieten, ist die andere Seite. Und jetzt komme ich zu Jens Wilke. Jens, eigentlich bräuchte ich dich gar nicht vorstellen. Viele kennen dich, aber es gibt doch noch den einen oder anderen, der dich nicht kennt. Jens, bitte stell dich doch mal vor. Ja, hallo Roland. Erstmal vielen Dank von meiner Seite her für die Einladung zu diesem Interview. Also ich heiße Jens Wilke, ich bin 47 Jahre, komme aus dem schönen Nordrhein-Westfalen und bin der MTBD-Kampfrichterobmann seit letztem Jahr und der International Technical Official des Weltverbandes, des Olympischen Weltverbandes, der IFMA. Und natürlich eine steile Karriere, muss ich schon sagen. Hut ab, das haben Dankeschön. Wenige vor dir geleistet. Ich kenne jetzt keinen, der so schnell so viel gemacht hat wie du. Aber wir sind heute da, um drüber zu sprechen, wie es denn in der Pandemiezeit, was können wir für die Sportler tun? Und die IFMA, die hat ja mit ihrer virtuellen Meisterschaft doch was Großes geschaffen. Wie kam es zu dieser virtuellen Meisterschaft? Beziehungsweise, wie war der Weg dahin und wie geht der Weg weiter? Ja, wie kam es dazu? Natürlich kam der Anstoß durch die weltweite Pandemie. Da hat man sich natürlich auch in Bangkok im Head Office der IFMA den Kopf zerbrochen. Wie können wir weiterhin unsere Sportler unterstützen? Wie können wir unsere Sportler animieren, weiter physisch und psychisch tätig zu bleiben? Wie können wir ihnen Anreize geben? Und da wurde die Idee einfach geboren, eine virtuelle Meisterschaft auf die Beine zu stellen über verschiedene Ebenen. Heißt, zuerst sollte die
Meisterschaft auf den nationalen Ebenen in den Mitgliedsländern ausgetragen werden. Dort würden sich dann Leute qualifizieren für die Weltmeisterschaft, offiziell der IFMA. Und dann, das war noch nicht das Ende, sondern dann ging es für alle Jugendlichen noch weiter zu dem United Through Sports Festival, was unter der Schirmherrschaft des Olympischen Komitees stand. Das war ein langer, langer Weg, der zu Beginn des Jahres halt angefangen hat. Und ich durfte Mitglied sein im Ausschuss, der dieses Ganze auf die Beine gestellt hat bei der IFMA. Wir haben also mit mehreren Gremien da zusammengearbeitet, technische, offizielle Athletenkommissionen, das Head Office natürlich selber, unser Partner R-Sports, der halt für die ganzen technischen Supports zuständig war. Und wir haben über mehrere Monate halt diese Idee entwickelt, die Konzepte, die 4 Sportarten, die ausgetragen worden sind, haben da wirklich über viel Arbeit, über viele Meetings das Ganze auf die Beine gestellt und damit halt unseren Sportlern die Möglichkeit gegeben, wirklich aktiv zu bleiben in dieser sehr, sehr schweren Zeit. Also man merkt schon, das ist nicht einfach aus dem Zylinder von irgendeinem Zauberer rausgezogen, sondern es war richtig viel Arbeit dahinter. Ihr habt mit vielen Leuten zusammen was Großes geschaffen und ich gehe mal davon aus, das Ganze wird in Zukunft noch viel, viel größer. Wie viele Teilnehmer hatten wir denn weltweit und vor allem, wie viele Teilnehmer kamen aus Deutschland? Also ich glaube, das hat selbst unsere Vorstellungskräfte überschritten, was da nachher wirklich an Teilnehmerzahlen zusammenkam. Also in Deutschland konnte ich letzten Endes 140 Sportler dazu animieren, dazu bekommen, dort daran teilzunehmen. Obwohl ja viele Sportler im Lockdown waren, gar nicht die Gyms offen waren, alles doch dann sehr kurzfristig kam, haben 140 Sportler an dieser deutschen Meisterschaft teilgenommen. Davon haben sich dann 42 für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und für diese Weltmeisterschaft haben insgesamt 30.000 Sportler weltweit sich versucht zu qualifizieren. Also das ist eine Zahl, die muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und letzten Endes haben sich dann für die WM knappe 800 Sportler qualifiziert und wurden dann in über 700 Matchen zum Sieger gekürt. Und diese Erstplatzierten, Zweitplatzierten und Drittplatzierten haben sich ja dann noch weiter qualifiziert für das United Through Sports Festival, was jetzt im November stattgefunden hat, welches unter der Schirmherrschaft des IOC war. Und auch dort haben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber fast 1000 Sportler letzten Endes teilgenommen. Es wurden über 800 Wettkämpfe ausgetragen. Und was viel wichtiger ist, es ist dort ja sportartübergreifend teilgenommen worden. Heißt, wir haben letzten Endes fast 100 Sportverbände der ganzen Welt dort zusammengeführt. IOC anerkannte und auch nicht anerkannte. Und komplett diese 100 Sportverbände haben dann was für ihre Sportler getan, haben ihre Sportler beschäftigt und konnten letzten Endes dieses United Through Sport Festival auf die Beine stellen. Also das war schon wirklich was Einzigartiges, was da auf die Beine gestellt worden ist. Also das war sensationell, was da gemacht worden ist. Und das ist auch sehr und das Ganze ist auch sehr bewundernswert. Man sieht in Deutschland, in der Welt, da wurde für Muay Thai-Sportler wirklich was gemacht. Wir haben, ich darf jetzt wir sagen, weil jeder einzelne Verein, der dem MTBD angeschlossen ist, ist ja dabei beim Ganzen. Wir haben was für unsere Sportler getan, wir vom MTBD. Genau. Egal was für ein Landesverband, alle haben an einem Strang gezogen und haben ihre Sportler gebracht. Und unsere Sportler haben ein Ziel gehabt in dieser Zeit und es war doch sehr, sehr wichtig. Jens, ich bedanke mich für deinen Vortrag und komme jetzt weiter zu meinem Freund Alexander Dibaba vom Fight Team Oppenheim. Alex, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, was du das letzte Mal in der Bücherei gemacht hast, sondern jetzt mal im Ernst. Der virtuelle Sport, wie ist es im Vergleich zum Nervenkitzel am Ring?
Nur das sind zwei verschiedene Nervenkitzel, das muss man differenzieren. Der Nervenkitzel am Ring ist, als Trainer lebst du mit deinem Sportler, du leidest mit deinem Sportler, der steht im Ring, ja, du gehst da mit dem Herz mit. Am Anfang war das für uns eher so eine Beschäftigung in der Pandemiezeit. Wir tun halt was, wir halten unsere Leute irgendwo fit, wir bereiten uns darauf vor. Aber je mehr es halt zu den finalen Aufnahmen kam, also wo man gesagt hat, okay, wir sind jetzt auf dem Stand, dass wir das aufnehmen wollen und in die Welt schicken wollen, hast du auf einmal gemerkt, wie der Ehrgeiz dementsprechend gestiegen ist und wie halt auch immer der Wettkampfgeist wieder durchkam und man halt wirklich dort seine bestmögliche Leistung zeigen wollte, obwohl das für uns neu war. Und was halt auch auf dem, der Nervenkitzel bei der virtuellen Meisterschaft ist, du siehst deinen Gegner nicht. Du weißt nicht, was der an Leistung bringt. Du weißt nicht, wer dein Gegner ist. Du weißt nicht, wie gut er ist. Das heißt für dich, alles geben, was irgendwie geht und dann am Ende darauf hoffen, ja, dass dementsprechend der Sieg bei dir landet. Das ist natürlich schon förderlich für die Motivation der Kämpfer, die online gegeneinander antreten. Ich kann dir zustimmen, wir hatten auch bei uns im Studio beim Schattenboxen 4x Silber, 1x Gold. Es ist natürlich schon eine Sache für die Kämpfer, die sich da anstrengen, die alles geben und die dann wirklich drauf fiebern, was kommt denn raus. Ich glaube, du warst auch beteiligt bei der Sichtung der Kämpfer. Ja, ja. Was halt echt schön ist, ich finde, diese virtuelle Plattform bietet halt vielen Sportlern, die jetzt in unseren Sport auch kommen, die vielleicht nicht im Ring stehen wollen, die jetzt in einem Alter sind, wie ich zum Beispiel auch, die nicht mehr aktiv irgendwo die Leistung im Ring bringen können, finde ich das eine super Alternative, irgendwo Ziele auch aufzuzeigen, die auch wohl im nächsten Jahr dementsprechend so gezeigt werden. Und gerade jetzt hat man irgendwo Blut geleckt. Also ich weiß ganz sicher, dass von uns definitiv mehr mitmachen. Und ich weiß auch ganz sicher, dass ich nächstes Mal weitaus mehr Leistung bringen will, weil Platz 5 ist mir irgendwie nicht gut genug in der Endwertung. Alex, geh mal ein bisschen näher zum Mikrofon hin. Man hört dich ein bisschen schlecht. So ist super. Ja. Als Kampfrichter. Na, wie gesagt, also die Motivation steigt und ich denke, im nächsten Jahr werden da einige auch mitziehen. Und wir haben auch bewiesen, dass virtueller Sport auch wirklich Sport ist. Also das ist ja nicht, stelle mich vor die Kamera und zappel rum, sondern das sind ja wochenlange Vorbereitungen. Das ist ja genauso wie im Ring, man bereitet sich vor und dann zeigt man seine finale Leistung. Also muss sich keiner vorstellen, dass wir uns da irgendwie unvorbereitet, denke ich, das habt ihr genauso, ob das bei Gruber, ob das Schattenboxen war, ob das Maxfit war, die Leute haben sich wirklich darauf vorbereitet und hatten auch was zu tun. Ja, aber es ist eine Überzeugungsarbeit, die man leisten muss, dass die Leute auch sagen, jawohl, komm, ich mache da mit. Am Anfang wurde das Ganze ein bisschen komisch beäugt und wurde gesagt, ja, ich weiß nicht, vor der Kamera, ich komme da komisch vor, aber man hat gemerkt, wenn die Leute das mal gesehen haben, mal mitgemacht haben, dann wächst die Begeisterung. Meine Leute sind im nächsten Jahr wieder dabei. Auf jeden Fall. Ja, wenn die Scheu mit der Kamera mal genommen ist, das ist ja, dass du siehst deinen Gegner nicht. Und du willst dich natürlich auch nicht blamieren und. Am Anfang vielleicht auch nicht wirklich ernst genommen. Aber ich denke, viele, die nicht dran teilgenommen haben, bereuen es jetzt im Nachgang. Das stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Als Kampfrichter, wie kann man sich da eine Bewertung vorstellen? Wie habt ihr sowas bewertet, national und international? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Leistung, die der Jens hier schon auf nationaler Ebene gebracht hat, einfach phänomenal. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Daten, Speicher, Volumen er irgendwo aufgebraucht hat. Wir haben Videos en masse gekriegt. Die wurden vom Jens dementsprechend zugeteilt auf die verschiedenen Gruppen. Und dann den Kampfrichtern, die sich bereit erklärt haben, per WhatsApp zur Verfügung gestellt. Und dann geht es natürlich minutiös darum, zu schauen, wer ist wo wie besser und wer qualifiziert sich wo besser. Das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Und wenn ich bedenke, dass ich davon echt nur einen minimalen Teil gemacht habe und der Jens die ganze Logistik hinten dran, also das war schon Arbeit. Und international wurden uns dementsprechend dann mit einem weitaus größeren Volumen die Videos auf einer Datenbank der IFMA zur Verfügung gestellt und natürlich dann wie im Wettkampf über Punktrichterzettel, über mit allem drum und dran bewertet.
Wie gesagt, das ist eine Riesenarbeit. Auf jeden Fall, nächstes Jahr, so wie ich das gehört habe von den anderen Landesverbänden, sind wir alle wieder dabei. Alex, was denkst du über die Zukunft vom virtuellen Sport? Also ich sehe da eine große Zukunft drin. Gerade für Leute, die jetzt, wir nennen es einfach mal Breitensport. In den Breitensportkategorien, die haben Ziele, die können sich international behaupten, die können international antreten, die müssen nicht groß reisen, es ist nicht groß mit Kosten verbunden, kein Visa, keine Flugprobleme, Pandemie sicher. Also ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, der virtuelle Sport, gerade in dem Bereich, wird Zukunft haben. Glaube ich auch, dass er den einzelnen Studiobetreibern oder den einzelnen Vereinen sehr viel hilft, indem dass er die Mitglieder hält, indem dass er dem Breitensport eine Zukunft gibt, ein Ziel gibt. Das ist doch auf jeden Fall eine Bereicherung, finde ich. Ja, definitiv. Gerade im Bereich, ich finde halt die Bereiche, traditionelle Bereiche, wie zum Beispiel bei Crew, während dem Standardtraining oder während dem normalen Training wird auf solche Themen nicht wirklich viel Wert gelegt. Aber wenn du dann, was weiß ich, den besten Waikru weltweit zeigen willst, musst du dich schon mit dem Thema beschäftigen. Und gerade die Leute oder MaxFit. Also bei uns hat es jetzt zum Beispiel eine neue Gruppe nur für MaxFit dadurch gebildet. Die Entwicklung klasse. Das ist sehr gut. Man merkt, es entwickelt sich was, es brodelt in Deutschland, es kommt was raus aus dem Ganzen. Ich bin froh, dass ich da teilhaben kann, dass ich ein kleines Zahnrad von dem großen Ganzen sein darf. Und ich möchte mich bei euch jetzt bedanken. So Online-Interviews sollen für Social Media kurz, knapp und bündig sein. Danke, dass ihr drei dabei wart. Danke, dass ihr das Ganze unterstützt habt. Ich grüße auch meine bayerischen Vereine und natürlich auch die anderen Vereine in Deutschland und wünsche euch allen eine gesunde Zeit. Und ich wünsche uns allen auch, dass der Sport wieder in Deutschland weitermachen kann, so wie wir es gewohnt waren. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss.